Tag ein Kampf gegen das Vergessen. Was bleibt übrig vom starken Mann nach der Diagnose Alzheimer? Wir begleiten Rudi Assauer ein Jahr lang und er beobachtet uns dabei. Alles muss neu eingeordnet werden. Im letzten Jahr ist es so gekommen, dass ich hinterher nicht mehr weiß, mit wem ich gesprochen habe. Da ist was drin, was nicht rauskommt und vernünftig rauskommt. Ich vergesse manchmal Dinge, die sind unglaublich. So, ich dann mir gerne den Kopf fasse und sage, okay, Assauer, so doof kannst du doch nicht sein, dass du so einen Fehler machst. Assauer, das war ein Name, so, und mit allen Möglichkeiten, ob es im Fußball war, im Sport war oder im normalen Leben war. Und ich gehe ja kaum noch raus. Warum? Ja, weil ich weiß, wenn ich alleine durch die Gegend laufe, dann heißt es, guck mal, wir, Assauer, da guck mal, demenzkrank, ja. Rudi Assauer und seine Frau Britta im vergangenen Jahr auf Schalke. Außer dem engsten Kreis weiß niemand um seine Hallo. Katastrophe im Kopf. Wie geht's dir? Danke, gut. Klasse. Hallo. Der Kontakt mit den Fans wird zum Spießrutenlauf. Rudi? Ja. Warte, ich baue noch mal eins auf die Raschung. Rudi, ich lese ein. Ja, schnell. Ich bin auch ganz schnell. Wer kennt Super. Mich und wen müsste ich kennen? Alleine traut sich Rudi Assauer nicht mehr in die Öffentlichkeit. Britta ist immer an seiner Seite. Ich denke, was dem Rudi gut tut, ist einfach, dass er weiß, da ist jemand, der bedingungslos hinter mir steht, der mich nicht benutzt, der mich nicht für irgendetwas missbraucht, der einfach da ist, wenn ich ihn brauche. Und das gibt ihm Sicherheit. Da, Rudi! Tag. Rudi Assauer! Auf Schalke ist er ein Idol, noch immer. Kumpel und Respektperson. Doch was passiert, wenn die Aura bröckelt? Der, der immer alles managte, der Unmögliches schaffte, braucht plötzlich selber Schutz. Fußball ist da der einzige Trost. Ich gehe gerne zum Stadion, ich gehe gerne dahin und wie auch immer und habe dann immer so einen Bodyguard neben mir, so ungefähr, so sinngemäß, der mich dann ein Händchen packt und dann durch die Gegend führt. Schalke ist der Ort, wo für Assauer diese eine ganz besondere Musik spielt. Ehrlich, sympathisch und leidenschaftlich großspurig. Rudi Assauer, Macher und Macho, einer, den die Leute einfach mochten. Heute glaube ich nicht mehr an den Fußballgott, weil er nicht gerecht ist. Wenn er gerecht gewesen wäre, in diesem Jahr, dann wäre der FC Schalke 04 deutscher Meister geworden. Nicht nur im deutschen Fußball hinterlässt er unvergessliche Spuren. Kommt nicht mehr zurück. Wenn es zurückkommt, wäre es ja gut. Dann könnte man umdrehen und sagen, okay, ich maloche jetzt dafür, damit ich also diese scheiß Krankheit wegkriege. Ne? Doch wann fing das Vergessen an? Die Ärzte sprechen von der Demaskierung der Krankheit, ausgelöst durch eine Krise. Bei Assauer war es sicherlich auch der Abschied von Schalke, den er nie ganz verwunden hat. Der Verein hat mich dann entlassen. Und ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern eine längere Zeit schon zurück. War ich so ein kleiner, ja, wie sagt man, so eine kleine Erbse, die dann totgetreten war, ist so ungefähr. Ja, dann abends, nachts sind die zu mir gekommen und haben mir einen Schein in die Hand gegeben. Den Kündigungsschein? Den Kündigungsschein, ja. Das ist abends spät, ganz spät gemacht worden. Fast in der Nacht rein. Und sind zu mir gekommen und gesagt, okay, jetzt ist die Zeit von Assauer ist nicht mehr da. War aber nicht so schlimm.
Ruhe ist wichtig. Das Zuhause ein Ort, wo er täglich den Kampf gegen einen unschlagbaren Gegner aufnimmt. Demenz kommt aus dem Lateinischen und heißt ohne Geist. Viele Erinnerungen sind schon verblasst, selbst wenn sie zu den schönsten Momenten gehörten. Ja, hier, das ist, wie heißt der Spieler noch, den ich geholt habe. Mein Kopf, der ist nicht mehr so fit. Wie das andere ist alles, aber hier, wie heißt der noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Am selben Tag, die 10 Minuten ältere Zwillingsschwester Karin Assauer kommt zu Besuch. Zum Auffrischen der alten Zeiten. Das hieß immer, ach, das ist ein Junge. Abtrocknen, spülen, ach, nein, der braucht das nicht, das ist ein Junge, ne? Also da hat sie ihre Söhne immer sehr verwöhnt, ne? Und ich habe ihr immer geholfen. Und naja, mein Bruder, der war ja immer unterwegs, der hat sowieso immer Fußball gespielt. Auf der Straße, ne? Auf der Straße und im Wald. Und im Wald. War natürlich. Und unglaublich, ich sehe es jetzt gerade hier. Wer das Manager Assauer entführte Flugzeug? Ach, ja. Haben Sie das auch gemacht? Ja, sicher. Ja, tatsächlich. Wer ist das? Ja, hier. Sie haben ein Flugzeug entführt? Das weiß ich noch gar nicht. Mhm. Ja, ich habe dafür Sorge getragen, dass das Flugzeug dementsprechend geflogen ist. Jetzt weiß ich noch, wie heute, sehe ich das hier. Ich weiß nicht, ich gucke mal eben mal nach. Werder Brems Manager Assauer hat gestern eine Lufthansa-Maschine gekapert. Captain, sagte Assauer, Sie müssen uns helfen. Wir müssen unbedingt nach Bremen, weil wir das schwere Spiel gegen Braunschweig haben. Können Sie uns nicht direkt nach Hause fliegen? Um 8.59 Uhr schließlich die Borddurchsage, das ist ein Ausnahmefall. Ich bitte die anderen Gäste um Verständnis. Assauer spendierte für alle Fluggäste ein Fläschchen Sekt. Es gibt für uns immer wieder Überraschungen an seiner Seite. Momente, in denen er hellwach ist, ganz der Alte. Fußballspielen mit Tochter Betty. Nach dem Abschied von Schalke wollen beide endlich mehr Zeit miteinander verbringen. Doch schnell wird klar, dass Assauer sich verändert. Der sonst immer aufgeräumt war und immer alles unter Kontrolle hatte, hat auf einmal Lücken. Wie? Das hast du? Nee, das war nicht. Und da habe ich gedacht, hä? Was ist jetzt los? Und das war komisch, weil er immer sehr organisiert, sehr gerade war. Das war anders. Sachen vergessen, verschludert, unaufgeräumt, unkonzentriert. Da habe ich gedacht, das ist er nicht. Die Krankheit Alzheimer hat die Familie im Griff. Assauers Mutter litt daran, sein älterer Bruder befindet sich im Endstadium. Das war immer sein allergrößter Albtraum. Das zu bekommen. Es war immer so, hoffentlich kriege ich das nicht. Also Krankheiten sowieso nicht und hoffentlich kriege ich das nicht, weil das fand er schlimm mit seiner Mutter. Ich habe es aber von mütterlicher Seite, meine Oma hat es, diese Oma hat es, mein Onkel hat es, mein Vater hat es jetzt. Die erste Reaktion war, jetzt lasse ich mich erst mal testen. Mein Bruder war der Erste, der diese Krankheit hatte. Und der liegt jetzt hier im Krankenhaus, hier seit Jahr und Tag. Ja, ist doch kein Leben. Ich gehe da gar nicht erst hin. Normalerweise müsste man ja hingehen und sagen, okay, komm, Bruder, Herz oder wie auch immer. So. Ich gehe da gar nicht hin, weil ich genau weiß, dann ist es noch schlimmer. Seit 2 Jahren ist Rudi Assauer Patient in der Memory-Klinik in Essen. Regelmäßig wird hier sein Gedächtnis getestet. Hallo. Hallo, guten Tag. Im September 2011 dürfen wir das erste Mal dabei sein. Bitte schön. So, wir machen zunächst mal wieder eine kleine Gedächtnisaufgabe. Nichts Schlimmes, nichts, wo Sie sich bei blamieren können. Das sind Dinge, die Sie bestimmt alle ganz gut beantworten können. Wenn Sie mir einmal sagen, welches Jahr wir jetzt haben. Oh, welches Jahr wir jetzt haben. Fällt schon durch. Dann machen wir es anders. Was haben wir für eine Jahreszeit? Welche Jahreszeit ist jetzt? Jetzt wir gehen im Winter zu. Mhm. Welcher Monat? Kann das schon September sein? Was für ein Wochentag heute? Heute ist
Wenn Sie sich vorstellen, dieser Kreis wäre eine Uhr, würde ich Sie bitten, dass Sie erstmal nur die Zahlen eintragen, so wie auf der Uhr. Null Uhr. Das haben wir hier oben. Machen wir 20 Uhr, dann geht es hier runter. Nee, kann ich nicht hin, wirklich nicht. Gucken Sie mal, ob Sie die dazwischen vielleicht auch noch hinkriegen. Runter. Kontakten war es noch eine Uhr, die weitestgehend strukturiert war, wo alle Zahlen vorhanden waren, wo es dann mit der Zeigerstellung schon ein bisschen Probleme gab. Man sieht da eine deutliche Entwicklung und das ist bei dieser Erkrankung so, die dahin geht, dass irgendwann das Verständnis von Uhr und dem, was ich da zeichne oder aufnehme und lese auch, gar nicht mehr vorhanden ist. Biografiearbeit. Mit Freunden wie Ex-Schalke-Torwart Jens Lehmann werden gemeinsame Erinnerungen ausgetauscht, um sie neu abzuspeichern. Als ich ein Jahr später kam, um mir das mal anzuschauen, waren schon 3 Stockwerke. Und irgendwann, glaube ich, nach 5 Jahren, wurde dieses Verwaltungsgebäude gebaut. 5-stöckig. Also anhand dieser Entwicklung der Geschäftsstelle sah man gut, wie sich der Verein entwickelt hat. Ja, das haben wir dann gut dahin gekriegt. Ich hatte das Gefühl, dass er mich kennt. Mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass man ihm vorher gesagt hat, wen er jetzt trifft, aber das weiß ich nicht. Aber das war eigentlich vertraut, wie früher auch. Waren Sie da erleichtert? Ja, weil man weiß ja nicht, inwiefern jemand total fremd ist dann für mich, der ihn ja schon seit 20 oder mehr Jahren kennt. Ja, und man weiß ja eigentlich nicht so genau, was einen erwartet. Freunde wie Werner Hansch versuchen, jede Erinnerung greifbar zu machen. Jugendheim Franz Assauhaus, hier bei der Spielverein Jungherten. Ja. Franz, nehme ich an, war dein Vater. Mein Vater, war ja, er denn hier irgendwie engagiert? Mein Vater, soweit ich weiß, hat er nie Fußball gespielt. Er konnte ja nicht. Er hatte 2 verschiedene Beine. Die beiden Männer aus dem Pott sind schon seit Jahrzehnten befreundet. Fußball war immer Gesprächsthema Nummer 1. Aber ehrlich, juckt er noch ein bisschen in die Füße? Juckt immer in die Füße. Ich habe ja nie gespielt, hast du mir ja oft vorgeworfen. Wenn ich mal versucht habe, mit dir Diskussionen zu machen über Fußball, hast du gesagt, wann willst du eigentlich? Du hast doch nie gespielt. Genau. Hansch merkte schon vor Jahren, dass ein Freund Aussetzer hatte. Und ich habe dann gesagt, Rudi, bei unserem Verhältnis, das wir haben, muss ich es dir jetzt zumuten. Ich habe den Eindruck, dein Kopf spielt nicht mehr mit. Da wurden seine Augen ganz groß und er kriegte so einen krampfartigen Anfall. Ich weiß es doch, sagte er. Und ich war sehr betroffen natürlich. Komm mal rein. Dann gingen wir in die Wohnung und ich versuch doch alles. Und dann hat er mir gezeigt, auf dem Tisch hatte er dort liegen jede Menge Zeitungen mit Kreuzworträtseln. Und dann wollte er mir klar machen, dass er also versucht, mit eigener Kraft gegen diese fortschreitende Krankheit anzukämpfen, den Geist, den Verstand wach zu halten durch Kreuzworträtsellösungen. Ja, das war ein sehr, sehr bewegender Moment für mich. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe gesagt, um Gottes Willen, der Mann, was wird denn bloß? Nicht so viel auf einmal. Im vergangenen April heiraten Rudi und Britta Assauer. Eine schnelle Hochzeit. Die beiden wollen den Kampf gegen die anrückende Demenz annehmen. Noch glauben sie, dass Liebe alles schafft. Doch die Belastung ist von Anfang an enorm. Ich reiß mich lange zusammen, aber wenn ich dann abends alleine bin, es ist dunkel,
Und diese Gedanken überwältigen mich. Dann sitze ich natürlich auch da und weine auch schon manchmal eine Stunde lang. Aber das darf er halt nicht sehen. Das ist das, was er nicht mitbekommen darf, dass ich zusammenbreche. Für Britta ändert sich das Leben dramatisch. Einkaufen, organisieren, immer da sein. Kein leichter Start für eine junge Beziehung. Sie muss zusehen, wie der Mann an ihrer Seite schrumpft. Ein Abschied auf Raten. Rituale funktionieren nicht mehr. Wenn man morgens aufsteht, wenn natürlich jeder Mensch erstmal eine Zeit braucht, um ganz wach zu werden, da merke ich es eigentlich am schlimmsten, weil ich dann immer sagen muss, steh doch mal auf, komm, wir gehen spazieren, sollen wir frühstücken. Das kommt eigentlich dann nicht aus ihm selbst, das ist später, wenn dann so der Tag einfach mal so ein bisschen in der Spur ist, will ich es mal sagen, dann geht es auf einmal gut. Der Tag muss eine feste Struktur haben. Keine Aufregung, keine Hektik, denn all das beschleunigt die Krankheit. Und es bleibt wenig Zeit für Liebeserklärungen. Dann hast du mal was ganz Schönes gesagt. Endlich eine vernünftige Alte, die was von Fußball versteht. Da war ich aber stolz. Sonderwetter. Sonderwetter. Habe ich das gesagt? Ja. Dann Mantau. Britta, tut mir leid, das ist nicht schön. Weil es nicht so, wenn man sagt, okay, Zuckerschlecken ist das nicht. Ich weiß, dass sie das weiß man ja dann da auch so weit, dass sie dann hin und wieder auch mal schimpft, wann hast du das wieder so gemacht oder so. Ne? Ich sage ja, Entschuldigung, tut mir leid, einen Fehler gemacht wieder. Tja, so ist es. Büroleiterin Sabine Söldner hält die Stellung an seiner Seite. Seit über 30 Jahren sind sie ein Team. Jeder Sieg und ganz bestimmt jede Niederlage hat sie untrennbar zusammengeschweißt. Jetzt, wo klar ist, dass der Chef Demenz hat und alles um sich herum verschwimmt und die Erinnerung auf einmal, welches so abbröckelt, wie so ein Puzzlespiel quasi, Steinchen für Steinchen weggeht, habe ich gedacht, wann wird der Tag kommen, wo ich morgens ins Büro komme oder zu ihm nach Hause komme und fröhlich wie immer sage, Moin Chef, Mann, siehst heute gut oder nicht so gut aus, was ist passiert? Und er mich anguckt und sagt, wer bist du? Ich glaube, das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass dieser Tag kommt, aber er wird kommen und ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Weiß ich nicht, nein. Gehen wir auch jetzt? Ja, wir gehen auch jetzt. Die öffentlichen Auftritte werden seltener. Sie müssen perfekt organisiert sein, solange er sich mit der Krankheit noch nicht geoutet hat. Jede Unsicherheit könnte auffallen. Viele denken, Assauer habe ein Alkoholproblem. Ihm selber sind die Lücken einfach nur peinlich. Es feiert sich nicht mehr ruhig im Haifischbecken. Wir haben ganz konkret überlegt, wie kann man der Öffentlichkeit beibringen, dass Rudolf Assauer demenzkrank ist. Mit einer PK, so wie er das von früheren Zeiten gewohnt ist, das können wir ihm nicht zumuten. Er kann auch auf diese speziellen Fragen nicht antworten und die Presse würde sich vielleicht aus den Stückeln, die er sagt, etwas zusammenreimen. Und das wollten wir nicht. Wir wollten ihm die Gelegenheit geben, seine Jahre, die er jetzt noch hat, mit dieser Krankheit zu leben, ohne Anfeindungen, einfach fair behandelt zu werden. Sigi, wie geht es dir, Junge? Danke, es geht so. Assauer ist ein guter Versteckspieler. Ja, hallo. Mit Floskeln übersteht er angestrengte Begegnungen. Oh, wie ist es? Hallo, Britta Assauer. Hallo.
Ja, wo sollen wir jetzt mal hingehen hier? Wo müssen wir hin? Hier? Was schwierig ist, ist im Moment, dass man eigentlich ihn so beschützen möchte, dass niemand genau etwas merkt. Im Moment tut es sehr, sehr weh, wenn man einfach ihn als Alkoholiker abstempelt oder er ist wieder besoffen, obwohl er gar keinen Alkohol trinkt. Das tut sehr, sehr weh und das ist natürlich auch sehr viel Arbeit, dass wir da versuchen, ihn zu beschützen. Wenn wir jetzt auf öffentlichen Veranstaltungen sind, dann sind wir entweder alle gemeinsam irgendwie um ihn rum, dass er in einer Gemeinschaft ist, wo dann auch eigentlich niemand so einfach eindringt, weil einfach eine größere Gruppe da ist. Und wenn dann irgendjemand mal weg ist oder mal woanders schauen will, dann sagt man einfach, ich bin gerade kurz weg, dann übernehmen die anderen eben die doppelte Aufmerksamkeit. Und das funktioniert, das ist irgendwie ein eingespieltes Team. Ein Team, das noch an seine Grenzen kommen wird. Struktur ist existenziell für Demenzkranke und Rudi Assauers Struktur sind seine engsten Vertrauten. Der, dessen Präsenz jede Bühne füllte, der mit dem Zucken einer Augenbraue Gespräche zum Verstummen brachte, wirkt wie ein gehetztes Tier, wenn sich die gewohnte Ordnung verändert. Wo ist Britta? Doch Sabine Söldner kann beruhigen. Britta ist nur zur Toilette. Aufatmen bei Assauer. Ich kann mir vorstellen, Menschen, die an Demenz, an Alzheimer leiden, wenn die so langsam übergehen in eine andere Welt, dann sind sie irgendwann angekommen und vielleicht dann auch irgendwie noch glücklich mit ihrem Leben. Aber einer, der diesen Weg kennt und es bewusst erlebt und mit aller Gewalt versucht, dagegen anzukämpfen und doch weiß, er hat letztendlich keine Chance, das ist bitter. Die Wut, die ich habe, weil ich nicht mehr mithalten kann, das ist bei mir die Wut im Bauch. Und ich bin zwar immer noch lustig hin und wieder, aber dann, wenn ich dann irgendwann nach Hause komme oder irgendwo was ist und so, dann sage ich wieder, ach du lieber Gott, du hast ja diese Krankheit da, was willst du eigentlich noch, ne? Irgendwann im Spätsommer verändert sich die Stimmung. Die Ehe ist in eine Krise geraten. Und natürlich ist es die Krankheit, die die Schlinge weiter zuzieht. In Deutschland leiden 1,3 Millionen Menschen an Demenz. 1,3 Millionen Leidensgeschichten. Zahn nach oben kommen. Zahn nach oben kommen, hopp. Ja. Rudi ist viel zu Hause, alleine. So. Die Ruhe tut ihm gut. So. Britta sucht Trost im Angehörigengespräch bei Professor Nehn in der Memory-Klinik in Essen. Alzheimer setzt immer die ganze Familie unter Druck. Die engste Person wird mit jedem Tag fremder. Gedanken, Gefühle, Worte sterben stetig ab. Britta will das Büro früher als von Rudi geplant jetzt schließen. Keine Termine mehr. Schluss aus. Wir gehen gar nicht ins Büro. Es soll auch in der Zeit niemand da sein, dass auch keine Fragen kommen können, dass wirklich einmal Ruhe ist. Und Sie glauben nicht, wie wunderbar er dann drauf ist. Bei der Alzheimer-Krankheit ist es so, der Patient rutscht immer mehr in die Pflegebedürftigkeit und die Abhängigkeit. Und die allermeisten übernehmen das eben, ohne sich klar zu machen, was sie da tun und wie lange sie das überhaupt machen wollen. Also sie werden immer abhängiger in der Pflege und sie können quasi aus diesem Zirkulus Viciosus nicht raus. Denn sie spüren, ich kann nicht mehr auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber die Verpflichtung, ich muss doch. Dieses, ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich muss es doch machen, das ist moralisch gefordert. Das kann ganz viele Menschen zerreißen. Im Büro von Rudi Assauer laufen alle Fäden zusammen, aber jetzt eben ohne den Chef. Für Büroleiterin Sabine Söldner völlig überraschend. Seit gut 14, 15 Tagen betritt mein Chef das Büro nicht mehr. Selbst wenn er es will, ist es nicht möglich, denn ich habe ihn gefragt, ich hatte die Möglichkeit am Telefon und er sagt,
ich darf nicht ins Büro kommen. Ich sage, Chef, du darfst alles, weil du bist mein Chef. Und wenn du sagst, das ist grün, dann ist das grün. Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Ich habe keinen Kontakt mit ihm. Im Moment ist es so, dass auch das Telefon zu Hause gekappt ist, sodass ich auch nicht anrufen kann. Einer der wenigen, die noch Kontakt zu Rudi und Britta haben, ist seine Tochter Betty. Doch wirklich offen kann sie nicht auf die Veränderungen im Hause Assauer reagieren. Moin, wer ist? Was? Schick bitte. Britta kauft eine Puppe. Eine Puppe als Ersatz für Familienglück. Das hat auch irgendwelche Geräusche, macht schreien. Aber schau die Frisur, die schönen, welligen Haare. Schau dir den Blick an. Guck jetzt, hast du den Blick gesehen? Guck, danke, ja, danke, dass du jetzt auch so geguckt hast. Ich muss jetzt auch mal so gucken. Fand ich ja noch schwer, die Puppe. Ja, die ist ja wie eine richtige. Jetzt will ich auch nicht auf meinen Sack gucken. Ja. Wenn ich jetzt gleich zum Beispiel sagen würde, das und das und das geht so nicht, dann bin ich raus. Dann lässt sie mich auch nicht mehr an ihn ran. Da kann ich Tochter sein, da kann ich egal wer sein, dann lässt sie mich nicht mehr an ihn ran. Und dann ist er verraten und verkauft, weil er dann nur noch eine Ansprechpartnerin hat. Sie lässt ja keinen an ihn ran, der ihr nicht gut gesonnen ist. Das blockiert sie ja, definitiv. Und deswegen dieses Taktieren. Ich finde es auch grausam, aber ja, keine andere Chance. Dezember 2011. Rudi Assauer zieht zusammen mit seinem Anwalt die Reißleine, verlässt Britta und das Haus. Er wohnt jetzt bei seiner Tochter Betty. Doch der Umzug muss erstmal verarbeitet werden. Zeig doch alles. Hast du deinen da? Ich habe jetzt meins ein bisschen ordentlich gemacht. Was? Ich habe meins jetzt ein bisschen ordentlich gemacht. Ja, nicht das ordentlich ist. Deins habe ich auch ordentlich gemacht. Kannst du mal reingehen? So, hier penne ich. Hier pennen sie. Oh, hier. Was ist das denn? Insgesamt ist es gerade etwas zu viel Neues auf einmal. Zu viel Neues für einen Alzheimer-Patienten. Und wer wohnt hier? Ja, ist unten von links von. Na, wie heißt er? Na, was, jetzt komme ich da raus. Der von links unten, Mitte, na, Britta. Betty. Betty, Entschuldigung. Betty, die schläft hier. Es gibt Tage, wo ich mich total freue, da fällt ihm ganz viel ein und dann ist er zeitweise oder stückchenweise wieder der Alte. Und dann gibt es Tage, wo ich zum Beispiel gestern, wo ich da sitze und denke mir so, pff, und das ist erst der Anfang. In den neuen Räumen fehlt ihm noch die Orientierung. Doch das Scheitern der Ehe formuliert er klar. Britta war nicht mehr die, die sie war, vor sie gekommen ist. Es war ein bisschen schwierig, die ganze Situation. Vater und Tochter leben zusammen, das erste Mal in ihrem Leben. Ja? Ja, was ist? Herr Schnittenfittig? Frau Schnittenfittig. Bist verrückt, musst du zurück. Darf ich 16 Meter Raum. In 10 Meter Raum? 16 Meter hier Raum. Rein muss der? Ja, muss er rein. Okay, dann so. Mache ich jetzt hier zu. Manche Dinge muss auch Betty erst lernen. Ah. Assau weiß noch immer, was er nicht will. Mit Britta ist es aus. Es hat nicht mehr funktioniert. Es waren also dann unterschiedlicher Meinung mit gewissen Dingen. Und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, das hat keinen Zweck mehr, das lohnt sich nicht, das bringt nichts. Sabine und ich sind als Gerüst immer noch da und alle anderen auch. Die Einzige, die halt jetzt wegfällt, ist Britta. Wo ich aber jetzt sagen würde, es fällt jetzt im Moment nicht so arg auf. Also ich würde auch sagen, dass Papa da jetzt irgendwie nicht großartig drunter leidet, dass sie nicht da ist. Ganz bestimmt sogar nicht. Also
dann macht man das Gerüst halt zu zweit. Also er fragt auch nicht nach, wo sie ist, nee, oder so? Nee. Wir haben die Tage noch mal gesprochen. Er will nicht zurück, er will sie nicht sehen. Will die Sache jetzt beendet haben und fertig. Was bringt die Krankheit noch für Veränderung in das Leben von Rudi Assauer? Er wohnt jetzt wieder in seiner Heimatstadt Herten. Wie weit geht Bettys selbstverständlich übernommene Verantwortung? Wie sieht die Pflege jetzt aus? Musst du Papa schon waschen oder nein, musst du ihm helfen? Nein. Okay, Sachen rauslegen, aber das war früher auch schon immer so, dass er immer gefragt hat, was soll ich jetzt anziehen, damit ich ordentlich aussehe. Aber nein, das macht er ganz alleine. Duschen, rasieren, das macht das komplett alleine. Wie weit würdest du gehen bei dieser Pflege, wenn das auf dich zukommt? Da gibt es kein Ende. Also das ist mir egal. Wir werden uns mit Sicherheit dann noch jemand dazu holen oder zwei, keine Ahnung. Weil alleine kann man das nicht schaffen. Aber da gibt es kein Tabu für mich, also um Gottes Willen. Jetzt sind Sie wieder in Herten. Jetzt wieder Herten. Ja. Und dann ist da wieder solch ein Moment, wo er sich von uns zurückzieht, für sich sorgt, sich Ruhe verschafft. Können Sie Menschen verstehen, die sich bei der Diagnose umbringen? Ja. Hat es ja schon gegeben. Mehrfach. Mehrfach schon, ja. Ist das ein Gedanke, den Sie auch schon hatten? Nein. Die paar Jahre, die wir noch haben, die wollen wir auch noch haben. Das gucken wir. Ja, ist einfach eine blöde Situation für mich. Einfach, habe ich nie damit gerechnet, dass man so eine Krankheit kriegen kann, nicht? In jungen Jahren. Und jetzt ist es da.